Auf der YouTube-Seite bist du vielleicht die Macht, aber hier in den Kommentaren und in diesem Video bin ich es. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laserschnitzerleit. Ja, ich bin's mal wieder, euer John Jay und ja, wie ihr ja schon an diesem kleinen Spielzeug hier erkannt habt, soll es heute mal um einen kleinen Survival-Empfehlungsfilm gehen. Ich habe mich auch optisch hier, wie ihr sehen könnt, schon so ein bisschen an die an das Jahr angepasst. Und wir würden mal sagen, wir schauen mal, was die Katze aus Vietnam uns heute vor die Tür gelegt hat. Aha. Ein nagelneu veröffentlichtes Steelbook von Studio Canal und es handelt sich natürlich um niemand geringeren als Rambo First Blood. Ja, ich glaube, ich brauche es eigentlich keinem mehr zu erzählen, aber in diesem Video schauen wir uns nicht nur dieses Steelbook hier etwas genauer an, nein, wir gehen auch noch mal ein bisschen genauer auf Inhalt, Film und Gesamtbewertung ein und am Ende gibt es nochmal eine ausführliche Bild- und Tonbewertung, ja, die etwas mehr zu bieten hat, als diese Frisur vielleicht versprechen möchte. Aber vielleicht an dieser Stelle erstmal für die Leute, die tragischerweise noch nie in ihrem Leben Rambo gesehen haben, worum geht es eigentlich in Rambo? Ja, die meisten Leute, die noch nicht Rambo gesehen haben, denken ja, das handelt sich wie bei diesem Klischee, wenn irgendjemand sagt, wie ein Rambo, dass jemand reingeht und einfach alles platt macht und so. Das ist vielleicht Rambo 2 und 3, aber Rambo 1 ist da noch eine ganz andere Hausnummer. Wir sehen hier einen gebrochenen Vietnam-Veteran, der in seiner Heimat nicht mehr willkommen ist und sich dort auch nicht richtig zurechtfindet und sich dann gegenüber einem, ja, Polizeiapparat sieht, der auch mit ihm nichts anfangen kann und das Ganze eskaliert dann ein wenig. Und mit ein wenig meine ich, es eskaliert aber sowas von. Ja, und das Ding hier, das brauchen wir natürlich nur für die Jagd, ne? Ihr wisst Bescheid und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal dieses Steelbook hier etwas genauer an. Ja, als kleiner Meinungsverstärker lege ich hier mal so ein bisschen dieses wunderschöne kleine Messerchen hier hin. Falls ihr sehen wollt, das Ding ist wirklich scharf, habe ich hier so ein etwas vorbereitet. Ja, das ist zwar trotzdem ein Spielzeug, aber ja, es ist trotzdem scharf wie Hulle und dementsprechend, ja, möchte ich euch vielleicht damit so ein bisschen animieren, dass ihr diesem Video vielleicht jetzt schon mal an dieser Stelle ein Like da lasst. Ansonsten könnte ich vielleicht dieses Messer noch benutzen, um mich selber zu schneiden. Also wollte ich ja hier nicht. Ich bedrohe ja hier niemanden außer mich selber. Ja, nicht so wie Rambo. Der hat natürlich auch andere Leute bedroht. Und ja, wir haben hier ein Steelbook in einem, ja, Plastikschuber, der aber wiederum bedruckt ist und quasi das Design überträgt auf das Steelbook hier. Hatten wir ja letztens schon mal, hatte ich euch ja schon mal gezeigt, bei dem Steelbook beziehungsweise bei der Collector's Edition von American Psycho. Da war ja auch sehr schöner Effekt dabei gewesen bei diesem Plastikschuber. Und auch hier haben wir quasi nochmal so ein bisschen quasi den Hintergrund hier, der auch auf dem Steelbook drauf ist, nochmal auf das, ja, auf das Kunststoff drauf gedruckt und ist natürlich perfekt passend. Wir schauen uns erstmal so den Schuber an, denn der beinhaltet quasi die Informationen von diesem Steelbook. Denn wir haben hier nicht nur das normale Steelbook, deswegen der Schuber, sondern wir haben ja auch noch ein richtig fettes Booklet. Ja, erstmal wie gesagt, das Steelbook schauen wir gleich nochmal an. Erstmal wie gesagt, der Schuber. Rambo First Blood von One Man, One War. Spine ist nur First Blood zu sehen, was wahrscheinlich durch das Steelbook kommt, genau. Und auf der Rückseite haben wir dann die 40th Anniversary Edition mit exklusivem Steelbook Artwork, 52-seitigen Booklet von David J. Moore sowie zwei neue Bonus-Features. Ja, das ist nämlich hier, wie gesagt, die
das Besondere an dieser Edition. Wir haben wirklich eine nagelneue 4K-Abtastung, beziehungsweise die ist bereits bekannt, die 4K-Abtastung, aber wurde halt dann nochmal jetzt hier gerepackt. Gibt es auch von Studio Canal eine Blu-ray-Variante, die habe ich sogar hier rumfliegen. Die sieht dann so aus, kann ich euch gerne mal in die Videobeschreibung reinpacken, falls ihr den Film nur auf Blu-ray wollt. Auch richtig brutales Ding. Hat alle drei Filme in so kleinen so Slim Cases und das gleiche gibt es aber auch in 4K als Trilogie, aber halt wie gesagt, wir haben jetzt hier exklusiv den ersten Teil, der ja meiner Meinung nach auch der beste ist der Serie, als 4K-Version. Ganz wichtig, wir gehen jetzt hier erstmal auf die Extras ein, die jetzt zum Beispiel auf dieser Disc wirklich neu mit drauf sind. Das eine ist halt ein langer Weg, ne? Ihr wisst, It's a Long Road, dass der Soundtrack von Rambo, 40 Jahre Rambo First Blood, über die Entstehung und den Einfluss von First Blood, ist eine richtig krasse Doku. Historiker erzählen über die Anfänge vom Buch, über den Vietnamkrieg, wie das alles zusammengespielt hat und über den Vertrieb und so weiter. Also eine sehr, sehr cool gemachte Dokumentation. Weiterer neue Feature ist quasi Jäger und Gejagter, Jerry Goldsmith Soundtrack von First Blood. Da wären wir wieder bei It's a Long Road. Ist eine 28-minütige Doku über den Soundtrack von Jerry Goldsmith, von dem halt auch der Soundtrack von Poltergeist ist zum Beispiel. Hat Stallone damals gesehen und war so beeindruckt, dass er gesagt hat, er möchte den hier für den Film haben. Und ja, genau auseinandergenommen, welche Musik wann, wie, wo genutzt wird. Also erfahrt er hier musikalisch wirklich einiges. Ne? Die anderen Extras sind auch schon teilweise auf den Blu-rays drauf. Kommen wir gleich nochmal zu, gibt es was Spannendes. Aber hier erst zum Beispiel Rambo und die 80er, Teil 1, weil die anderen Teile sind dann, wie gesagt, auf den anderen Discs normalerweise drauf. Gibt es halt viele Interviews mit Autoren und so weiter, die Rambo zeithistorisch einordnen und analysieren. Dann haben wir natürlich Audiokommentare, sogar von Sylvester Stallone selber. Und dann geht es halt über die Restauration. Da geben wir noch so ein bisschen so kleine Einblicke gegeben, wie denn quasi das Bild vor Restauration aussah und danach. Damit ihr mal wirklich, also das ist wirklich ein schöner, cooler AB-Vergleich. Da seht ihr mal, was die quasi alles aus diesem Film hier rausgeholt haben. Dann haben wir das Featurette, das wahre Vietnam. Da berichten die wirklich über den wahren Vietnamkrieg, ne? Wie das damals wirklich war, Veteranen und so weiter. Dann haben wir die Schmiede von Helden. Ist eine Doku über die Green Berets, ne? Quasi die Special Forces Einheit quasi, der Rambo auch angehört hat und deren Ausbildung, Training und was sie so machen und was sie so können und was für geile Motherfucker, die so sind. Ja. Dann How to Became Rambo. Das ist wirklich richtig cool. Das gibt mir quasi eine ziemlich coole Videoidee, weil in diesem Teil hier How to Became Rambo, das heißt, die Leute, die Englisch können, wissen, das heißt ja nicht, wie bekomme ich Rambo, sondern wie werde ich Rambo. Und ja, darin ist kein geringer als Franco Colombo. Ihr wisst, dass der auch mehrmalige Mr. Olympia, der zusammen mit Arnold Schwarzenegger auch im Pumping Iron unterwegs war, also wirklich eine Bodybuilding-Legende ist. Hier schon als alter Mann in einer quasi neueren Doku, ist ja leider dann im August 2019 gestorben, aber zeigt hier quasi an so einem Lauch, welche Trainingseinheiten er damals mit Stallone gemacht hat, um den fit zu machen für Rambo 2, weil ihr, wenn ihr mal seht, da gibt es auch in der Doku einen schönen AB-Vergleich zwischen First Blood und Rambo 2. Da hat der Stallone doch nochmal ordentlich Masse aufgebaut. Ihr wisst ja, ich mache ja auch Kraftsport und bin auch so Kraftsport begeistert. Ich denke mal, das wäre eine coole Doku, dass wir quasi mal Teil 1 bis 3, wie gesagt, die befinden sich auf den Blu-Rays, die ich euch gerade gezeigt habe. Auf jedem befindet sich ein Teil.
Was haltet ihr davon? Schreibt mir das wirklich gerne mal in die Kommentare. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Also wenn du einen Gedanken zu diesem Thema hast, schreib ihn in die Kommentare, ob positiv oder negativ, ob du das sehen möchtest. Dann würde ich nämlich quasi dieses Training einfach mal nachmachen und mal so, ja, mal so ein, zwei Wochen trainieren oder einen Monat oder so. Dann quasi mal sagen, wie es so gelaufen ist. Also, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, die Details habe ich noch nicht ausgearbeitet. Wenn ihr Ideen dazu habt, wie man das am coolsten machen kann und so, gerne auch in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich, 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 wirklich freuen. Würde auch mir sehr, sehr helfen. Ich antworte auch immer auf jeden Kommentar, auch wenn es ein bisschen länger dauert, weil ich bin immer noch so ein bisschen, ich arbeite von hinten ab. Also, ne? Nicht wundern, wenn ich nicht antworte, das kommt alles. Dann haben wir ein Making-of. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Making-of ist Making-of, ne? Dann ein alternatives Ende, ihr wisst, nämlich im Buch und auch in diesem Film gibt es eine Szene, wo Rambo halt stirbt am Ende. Zum Glück hat das ja nicht gemacht. Ihr wisst ja, sonst wäre ja Rambo 2 und 3 und First Blood, Rambo, John Rambo und so weiter und so fort. Alles gar nicht möglich gewesen. Dann haben wir Outtakes. Ja, ist nicht viel. Geschnittene Szenen sind, glaube ich, auch nur 1, 2. Ist auch nicht so viel. Original-Trailer, glaube ich, brauche ich nicht viel zu sagen. Und halt, wie gesagt, das Booklet. Zu Bild und Ton gibt es am Ende nochmal was zu sagen. Ist, wie gesagt, eine erstmalige 4K-Auswertung und das ist dementsprechend, ja, beziehungsweise nicht die erstmalige 4K-Auswertung, sondern die 4K-Auswertung. Und da gibt es einiges sozusagen, deswegen aber am Ende mehr. So, ne, ihr seht nochmal den Schuber hier. Übrigens auch sehr geil, falls ihr mal erkannt habt. Ne? Ihr wisst Bescheid, der Farn in Messeroptik. Richtig geil gemacht und richtig kleiner Hint hier so an der Seite. Gefällt mir richtig gut. Spiegelt sich auch hier nochmal auf dem Steelbook wieder. Und wir haben hier wirklich ein geprägtes Steelbook hier oben mit dem Glitzer-Effekt für Stallone und seinen Blutfleck im Gesicht. Das sieht ultra brutal aus. Und auch hier dieses geprägte First Blood. Ja, Wahnsinn. Das macht wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Und ich finde, muss sagen, optisch gefällt mir dieses Cover richtig, richtig gut. Diese Fahnenidee hier vorne ist sehr dezent, also ist nicht so übertrieben gemacht, aber ihr habt quasi trotzdem, weil Rambo ohne Messer ist kein Rambo, ne? Genauso wie ein Mann ohne Messer kein Mann ist. Deswegen schaut auf dem Outdoor-Kanal, falls ihr mal Messerideen braucht. Ja, aber ne, das sieht einfach nur stark aus. First Blood, wie gesagt, an der Seite auch mit diesem holographischen Effekt, diesen Glitzer-Effekt nenne ich es mal. Auch das ist sehr schön gemacht. Hier die Rückseite, Welcome to Hope. Ne? Ja, ihr wisst ja, die Stadt, in der John Rambo, er möchte auch einfach nur was essen. So, dann schauen wir mal rein. Wir haben den Film hier natürlich in zwei Versionen, einmal auf Blu-ray und einmal auf 4K. Und ich muss ja sagen, also die oft bin ich ja enttäuscht von diesen Hintergrundprints und auch hier bin ich, ne, übrigens auf diese Disc-Trays. Bei King Kong bin ich noch dumm gewesen, blende ich euch auch hier oben ein, auch vom Studio-Kanal gerade erschienen, auch eine richtig coole 4K-Auswertung von einem richtig guten Klassiker. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ihr müsst pushen, um die Disc rauszunehmen, ja. Auch hier richtig cool, dass wir zwei unterschiedliche Disc-Designs haben, immer Front und einmal Backcover. Ist natürlich jetzt nicht extra designt, aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ja, ich muss sagen, farbiges Inlay beim Steelbook ist leider eine Seltenheit geworden. Studio-Kanal ist da anders, aber die Szenenauswahl ist nicht immer die beste. Bei King Kong war sie gut, aber bei Rambo ist sie wirklich perfekt. Ihr wisst, das ist die Szene, ne, die ich quasi auch so ein bisschen am Anfang versucht habe, so in ein neues Gewand zu bringen. Ja, das sieht einfach nur brutal aus und das ist es auch. Und ja, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das ist einfach nur großartig. So viel zu dem Thema. Das Steelbook schon mal abgehakt. Da wären wir jetzt eigentlich schon fertig. Aber Studio-Kanal hat zum Glück auch noch ein Booklet gemacht. Und das ist wirklich riesig. Wir haben hier eigentlich von diesem David John J. Moore, der hat ein Buch geschrieben. Und das merkt man leider so ein bisschen an dem Text. Das ist ein Booklet aus, quasi ein Auszug übersetzt aus diesem Buch über Rambo und auch so ein bisschen über die 80er Jahre. Und am Anfang ist er so ein bisschen, vermisst er so ein bisschen die toxische Männlichkeit. Ne? Männer sind noch Männer und so. Und in den 80er Jahren war alles noch ein bisschen cooler und Action. Dann geht er am Anfang hier so ein bisschen auf den
ja, den Actionfilm ein, die Darsteller, die Actionstars, dann die nicht ganz so passenden Actionstars, also die wie nicht so wie Stallone oder Schwarzenegger so ein bisschen körperlich präsenter waren, sondern wie Bruce Willis oder Kurt Russell oder Mel Gibson halt eher so ein bisschen die anderen Actionstars waren, unterbrochen immer von schönen Bildern, auch in einer schönen Qualität, einem schönen Druck. Ja, Text ist hier quasi so ein bisschen auf so einem leichten Farbverlauf gedruckt, ist gut leserlich, auch einen schönen Font gewählt, muss ich sagen. Und greift halt alles mal so ein bisschen hier so bei alle möglichen Action-Schauspieler, die es so gibt, ne? Jason Statham und so weiter und so fort. Auch hier sehen wir nochmal schön Rambo mit dem M60. Ja, herrlich. Ja, kann man nicht anders sagen. Und geht dann auch hier noch so ein bisschen weiter auf Stallone und seine Karriere ein. Dann, wie es dann zu dem First Blood kam und was die Filme er dann noch so gemacht hat. Hier auch wieder so ein schönes Aussehen mit dem Polizisten. Auch hier wieder unterbrochen von der doppelseitigen Bild. Finde ich eigentlich ganz cool. Bei so vielen Seiten kann man sich das durchaus erlauben, auch mal wirklich mal öfter mal mehr Bilder reinzumachen. Finde ich sonst immer ein bisschen schade, wenn man zu viele Bilder macht und zu wenig Text, weil ich lese ja gerne. Aber hier in dem Fall ist es doch vollkommen in Ordnung, weil das wirklich echt ein fettes Booklet ist. Hier sehen wir nochmal so die Szene, die ihr auch gerade schon im Inlay gesehen habt. Wie gesagt, die ganze Zeit geht es jetzt hier immer noch um Rambo, wie das so aufgenommen wurde, Entstehung und so weiter und so fort. Wieder unterbrochen mit schönen Bildern, hier wieder mit dem Messer unterwegs. Das ist natürlich kein Vergleich hier zu diesem Teil hier. Ne? Das ist wie gesagt eine billige China-Kopie, die halt optisch nur so aussieht. Ich wollte es einfach mal haben. Wisst, ne? Manchmal muss es nicht Sinn machen, manchmal muss es einfach nur Spaß machen. Und ein Original-Rambo-Messer, das kann man sich halt schwer leisten, es sei denn, man hat mehrere hundert Euro bereit, die man dafür zahlen möchte. Genau, dann geht es ja auch nochmal weitere Rambo-Geschichten, Rambo 2 und 3, wieder unterbrochen immer von den schönen Bildern. Dann die ganzen Nachfolger, was Rambo dann quasi ausgelöst hat, also Phantomkommando mit Schwarzenegger, was ja auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt wie Rambo, zumindest die, was so Richtung 2 und 3 geht, ne? Auch mit diesen Aufrüstszenen und so weiter und One-Man-Army quasi. Dann geht es über die weitere Karriere von Stallone, ne, über Rambo und Rocky. Dann auch mal ganz kurz über die Filmmusik von Jerry Goldsmith. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt in der Doku, könnt ihr euch das hier mal durchlesen nochmal. Ist dann quasi, geht jetzt hier mal hier am Ende nochmal wie um die neueren Rambo-Filme, wie diesen John Rambo und alles immer noch über Rambo hier. Dann, hier seht ihr übrigens nochmal das Messer. Sieht ein wenig ähnlich aus, ist es aber nicht. Also da im Original ist da noch ein bisschen mehr dran als an dem Ding, was ihr hier im Hintergrund seht. Ja, auf jeden Fall sehr viel Interpretationsspielraum über den Rambo, seine Geschichte. Ja, ist doof, dass ich mal dasselbe sage, aber es ist im Grunde genommen das. Ich meine hier nicht jeden einzelnen Satz vorlesen, aber ihr erfahrt halt wirklich, wirklich viel über die Hintergrundgeschichte und über Schwarzenegger, sag ich schon, über Stallone, was er hier so alles gemacht hat. Ja, hier steht es nochmal, eine redigierte, gekürzte Fassung dieses Essays wurde in dem Buch The Good, The Tough and The Deadly Action Movie Stars bei David J. Moore veröffentlicht. Der Autor schrieb außerdem die Bücher World Gone Wild, A Survivor's Guide to Post-Apocalyptic Movies und Beauty Among Ashes, An Artist in Quest to Bring Hope to a Town and Lost Everything. Seine journalistischen Arbeiten wurden weltweit in diversen Publikationen veröffentlicht. Also den Schreibstil hier merkt man durchaus an, dass es kein Deutscher ist, der das geschrieben hat, sondern dass es quasi aus dem Englischen übersetzt wurde. Ist halt ein bisschen anders der Text von der Art und Machart, wie er geschrieben wurde, als ihr das vielleicht sonst von Mediabook-Texten oder sowas kennt. Aber das macht es nicht unbedingt schlechter, es ist nur anders und man sollte es vielleicht wissen. Ja, nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen und das war es auch schon. Und am Ende sehen wir quasi nur noch mal so eine einfache braune Seite, das habe ich nicht so ganz verstanden. Genauso wie die Rückseite, als wenn irgendwie so ein bisschen die Motive ausgegangen sind, weil die alle hier in der Mitte hängen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ansonsten ein sehr schönes Booklet und eine sehr schöne Ergänzung zu einem sehr schönen Steelbook, wie meiner Meinung nach so eine Edition dann hier durchaus nochmal etwas abrundet. Die Bild- und Tonbewertung. Wir haben ja hier ein 4K-Update von Rambo First Blood und
ja, ja, auch wie ich euch hier schon öfter mal vorgestellt habe, letzter Zeit Studio-Kanal gibt ja öfter mal die 4K-Updates von aktuellen Filmen raus, wie zum Beispiel unter anderem auch King Kong, blende ich euch hier oben ein. Auch ein sehr guter Film und lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, weil auch ein sehr schönes Steelbook. Und ja, aber wie ist jetzt quasi das Bild geworden von First Blood jetzt in der 4K-Version? Wir haben ja wirklich einen 80er-Jahre-Film und ich muss wirklich sagen, das ist bis jetzt die beste Restauration, die ich so gesehen habe. Ich kann das natürlich nicht an Fakten festmachen, das ist so ein reines Gefühl von mir. Und ich muss sagen, der Film sieht wirklich großartig aus. Ich besitze ja noch die, die normale Version, die Trilogie von Studio Kanal in der normalen Fassung, die damals rausgekommen ist. Wir haben ja hier quasi die, ist ja quasi ein Repack dieser Edition, der 4K-Version zumindest. Und da sind halt auch das Bonusmaterial halt drauf mit den, ja, mit dem Restauration, beziehungsweise wie es halt vorher war. Und da sieht man halt, was wirklich alles mit diesem Bild gemacht wurde. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Wir haben wirklich schöne Schärfen. Die Farben wurden ein bisschen angepasst. Also sind jetzt alle so ein bisschen kühler, ein bisschen, ja, es fängt so ein bisschen mehr so die Trostlosigkeit dieser Region an. Sie wird dabei immer noch wirklich sehr scharf dargestellt. Also gibt dem Film wirklich nochmal so ein viel mehr, so ein, nicht so dieses warme Lagerfeuer-Feeling, möchte ich es mal nennen, sondern ja, eher so ein bisschen diese Trostlosigkeit dieses Films in den Farben wiedergegeben. Und trotzdem sieht die Natur wirklich noch wunderschön aus. Wir haben wirklich schöne Landschaftsaufnahmen und der Detailgrad, gerade von Büschen, Pflanzen, Wasser und so, oder auch die, wo mir das besonders aufgefallen ist, die zum Beispiel die die Laterne hier von dem Polizeiwagen, das Blaulicht, genau, das war wirklich ultra scharf. Und auch genauso das Gesicht so des Polizeichefs in manchen Szenen, wirklich, du könntest jedes Haar sehen und es ist wirklich nichts, was das Bild schädigt. Eine einzige Szene ist mir so ein bisschen, wo Rambo da am Lagerfeuer sitzt, da ist es ein wenig im Dunkeln, dass es dann das Schwarz ein wenig verrauscht ist, also sprich so ein leichter Grauschleier auf dem Schwarz ist. Aber das ist wirklich die Ausnahme gewesen. Ansonsten nur gut, auch in dunklen Szenen. Gerade wo zum Beispiel ein Rambo durch die Mine kriecht, da ist das HDR, wirkt einfach wirklich großartig. Die Flammen, wenn er so seine Fackel trägt, die leuchten quasi euch so entgegen und rundherum wird das alles so leicht beschienen von dem Licht. Also das ist wirklich, wirklich eine klasse, ja, Arbeit, was das Bild anbelangt. Zum Ton, wir haben hier in Deutsch und Englisch und in Französisch eine 5.1 DTS HD-Tonspur. Und auch die ist wirklich gut. Auch die bedient die Rear-Lautsprecher. Zwar nicht so intensiv, also mir fehlten so ein bisschen die durchschlagende Wirkung, auch gerade so bei Schüssen, die sind alle relativ flach noch gewesen. Aber im Grunde hat es für mich auch hier, wie gesagt, weil wir ja so einen etwas älteren Film haben, das Filmerlebnis nicht unbedingt gestört. Da wäre vielleicht noch Luft nach oben gewesen, aber ganz ehrlich, ich bin zufrieden gewesen damit. Also eine gute, ich sag mal so eine gute 2 würde ich jetzt für den. Ich mache heute ausnahmsweise mal, gebe ich mal eine Wertung in Schulnoten, damit ihr das ungefähr einordnen könnt, weil es ist immer schwierig zu sagen, finde ich, weil es ist immer so ein, für mich zumindest ein sehr subjektives Erlebnis, wie ist der Sound. Also wie gesagt, die Rears wurden bedient, aber es gab halt eben, ja, so ein paar, also es hätte ein bisschen intensiver sein können, die Mitten waren so ein bisschen flacher gewesen, gerade die Schüsse waren eher flach, ja, gerade wenn Rambo so schießt, naja, Fazit. Wir haben hier wirklich ein optisch richtig geiles Steelbook mit einer richtig geilen Edition, mit dem Schuber ist mega geil gemacht, wir haben ein schönes Booklet dabei, ja, ich würde mal so sagen, das ist bis jetzt die beste 4K-Veröffentlichung von First Blood, die wir bis jetzt so haben. Wenn ihr es anders seht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dankeschön fürs Einschalten und falls ihr negative Kommentare schreibt, ich möchte euch hier nochmal dieses kleine Ding hier zeigen. Habe ich euch übrigens auf dem Outdoor-Kanal, der auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, mal ein bisschen genauer vorgestellt und auch mal so verglichen, Teil 1 und Teil 2 in
diesen Nachbaumessern. Das soll es gewesen sein. Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön fürs Kommentieren, Dankeschön für eure Liebe. Ich freue mich über jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Cheers.